Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Shadow Hearts Covenant. Und dem vermutlich letzten Part in dem letzten Zufallskampf hier in diesem LP. Jawohl, wir nähern uns dem Ende mit großen Schritten, ziemlich großen Schritten, um genau zu sein. Wir stehen genau vor der Tür der Bösewichter und warten nur auf eine Gelegenheit, um zu klopfen. Das hätte lustig hier rüberkommen können, aber... Gegner sterben. Wir machen den Weg frei. All das gute Zeug eben. Der Löwenhund weicht gerne irgendwie den ersten Angriffen aus irgendeinem Grund, aber... Pff. Zur Hölle mit mir, wenn ich mich davon beeindrucken lassen würde. Nee. Als ob. Als ob ich mich beeindrucken lassen würde. Wir gehen jetzt genau in die Basis der Feinde rein, beziehungsweise ins Herz des Schiffes. Das Licht scheint in den Himmel. Versucht dorthin zu gelangen. Ja klar. Ja, Dulemont. Ich bin bereit, geboren worden. Und ich bin bereit, für meine Überzeugung zu sterben. Es wird nicht lange dauern. Nein. Bist du jetzt sicher? Ja, ich habe nachgedacht darüber, bis ich wirklich sicher war. Niemals zuvor habe ich so viel nachgedacht. Ich habe nie viel über mein Leben nachgedacht. Ich habe schnell und hart gelebt, das war alles. Ich möchte dir danken, John. Du hast mir den Sinn des Lebens und des Glücks gelehrt. Also hast du es gefunden? Das, was dich glücklich macht? Ja. Für mich bedeutet Glück. So, und das ist jetzt der Punkt, an dem sich das Ende entscheidet. Das ist gutes Ende, böses Ende. Und ich persönlich kenne jetzt nur das gute Ende, also werde ich erstmal für euch das gute Ende machen. Beim nächsten Mal gucken wir uns das böse Ende an. Du hast es geschafft. Du weißt, was Glück ist. Glück ist etwas, was du für dich fühlst. Andere können dir nicht sagen, was es ist. Du musst entscheiden. So wie du glücklich warst, war Alice glücklich. Ich mache mir keine Sorgen mehr. Deine Antwort zu hören macht mich zufrieden. Auf Wiedersehen, Yuri. Auf Wiedersehen. Gott, das macht mich so minimal traurig, genau, weil ich weiß, was passiert. Ah. Okay. Okay. Spitze des Schiffes. Wir halbtot. Yuri! Yuri! Ja. Alles cool, alles cool. Hä? Alles in Ordnung? Ich habe mich nur gerade verabschiedet. Verabschiedet? Von Jan. Oh. Wir haben beide beim Abschied gelächelt. Oh. Ich muss mir nichts vorwerfen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen werden, aber wir sollten zusehen, dass wir hier rauskommen. Ja, das sehe ich auch so. Okay. Okay. Yuri hat gesprochen, unser Teamkapitän ist bereit für das, was jetzt kommt. Fahren wir also fort. Raiden und Tieren, hä? Huh? Was wollen die denn noch? Ne? Was geht? Where's your master? Behind us, on the field of Takamagahara. Takamagahara. God, so viele Arms. I suppose you won't let us by. The mutant apes live and die along with the master. If you want to fight him, you'll have to get through us. No problem. Ich hoffe, ihr habt gelernt, als ihr zugesehen habt, wie ich Shoki verprügelt habe, denn das wird ein Kampf epischen Ausmaßes. Raiden und Tieren, meine Damen und Herren, in ihrer ultimativen Form.
Ich weiß nicht, warum sie jetzt so aussehen. Ultimative Form. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall würde ich vorschlagen, ihr haltet euch nicht zurück. Ich meine, sie würden es auch nicht anders wollen. Ne, sie wollen auch einen fairen und ehrlichen Kampf haben. Ich könnte auch meinen Statuswert erhöhen. Eigentlich gar nicht mal so eine blöde Idee. Ja, ihr seht, das ist ein minimal gigantischer Boost. Ja, und das für alles direkt ist schon ziemlich übel. Aber definitiv nicht verkehrt. Gut, für das Kind. Ja, für das Kind. Ich meine, warum nicht? Für uns alle und für das Kind. Denkt doch mal an die Kinder, Leute. Macht das jetzt mehr Schaden eigentlich? Boah. So mehr oder minder. Das macht zumindest guten Schaden. Ja, die beiden werden versuchen, eine Combo zu starten. Das ist übrigens kein Kampf aller, wenn der eine stirbt, dann wird der andere ihn wiederbeleben oder sowas. Das sollte ich vielleicht mal dazu erwähnen. Das wird mir auch noch fehlen. Ganz ehrlich, nee. Die beide blocken, das ist jetzt minimal nervig, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob dieser Zauber das auflöst, mehr oder minder. Also ob ich sie dadurch aus der Blockung rausprügeln kann. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ich glaube nämlich nicht. Also schlussendlich werde ich einen etwas stärkeren Schlag hinnehmen werden. Müssen, wie auch immer. Ja. Ja, das sieht so aus. Also ein härterer Treffer oder so, der wird den auch nicht da wegprügeln. Nee. Oh wow, ich hab ihn doch rausgeprügelt. Ich hab ihn nur mal einen Millimeter rausgeprügelt. Ah Mann, das hat überhaupt keinen Effekt gehabt, aber kommt echt genial, dass er so einen Millimeter da rausgeprügelt wurde. Wow, okay. Ja, das war's dann für diese Technik. Und selbst als Gott des Donners muss er immer noch Anti-Rüstbomben verwenden. Das ist irgendwie ein Armutszeugnis, wenn man mich fragt. Oh, hey! Mich fragt ja keiner. Wow. Okay. Raijin himself. Als einziger der Mutantenaffen ist er jetzt noch übrig. Und alleine. Vor allen Dingen, da er langsamer ist als sein Freund, ist Raijin jetzt nicht unbedingt mehr das Problem. Das war es auch jetzt schon. Aber wenigstens so kann ich mir das eher vorstellen mit seiner Donnerklaue. Na, das hieß ja, er hat eine Donnerklaue. Bei der einen Form sieht man da nicht viel von. Das ist ja nur dieses komische Mini-Elektroden-Ding da, aber ja, so ist das besser. Scheiße, wa? Ich habe sie zwar genau andersrum besiegt und ist jetzt nicht so, als wäre die Cutscene wirklich davon, ich sag mal, als würde sich die Cutscene dadurch beeinflussen lassen. Das ist nicht so, ist also egal. So, einfach nur schnell die MP wieder hochpeilen. Auch dasselbe mit den HP eben schnell. Ich möchte etwas versuchen für diesen Kampf, dafür brauche ich das hier nicht mehr. Ich werde sogar jetzt mal einen Korallenlasse verwenden. Ja, es hieß ja immer, warum? Ja, weil ich kann. Das ist auch schon alles, was ich an ihrem, ja, an ihrer Ausrüstung verändern möchte. Ich möchte einfach was ausprobieren. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Wenn es funktioniert, wird es unglaublich unterhaltsam. Wenn nicht, dann nicht. Und das ist, ich meine, guckt euch das an. Ah, ist einfach geil.
So will ich so einen finalen Dungeon haben, ganz ehrlich. So muss das aussehen. Wenn ich einen finalen Dungeon habe, dann sieht das bei mir so aus. Mit Skeletten und Tod und Verderben. Ja. Can you see it? The other side of time. Yeah. Well then. Let's go. Bring it. Das ist das Piano, Orgel, Klavier. Klingt die Orgel. Das Orgel ist da im Hintergrund. Oh, die. Schon wieder die Mutantenaffen? Selbst Okra? Schwertwein, Spiegel und. Der ultimative Boss. Jawohl. Jetzt, Leute, geht's um alles oder nichts. Das ist, ich zeig's mal kurz. Das Kusanagi-Schwert, Yasakani-Juwel, Yata-Spiegel und Susanoo. Susanoo. Oh ja. Das ist der ultimative Kampf, der ultimative Gegner, der letzte Kampf schlechthin. Ich bin pumped! Ich bin. Yeah! Ich bin so. Sehr aufgeregt für diesen Kampf hier. Vielleicht nicht unbedingt, weil es einer der schwersten Kämpfe im Spiel ist. Das ist, das. Problem dabei wäre halt jetzt, jedes Spiel hat einen relativ einfachen Boss. Irgendwie, finde ich. Das stört mich aber im Großen und Ganzen nicht. Ich werde mal erstmal den Spiegel versuchen zu zerstören, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob das die richtige Reihenfolge war, aber wir machen es einfach mal. Lucia, und jetzt kommt halt das, was ich jetzt die ganze Zeit versuchen werde. Sie soll den ewigen Ring benutzen. Ja, das. Ich muss mich anders an die Geschwindigkeit gewöhnen, aber das ist definitiv möglich. Wenn sie das hinkriegt, wenn sie diesen Ring dreht und trifft, ist der Kampf gelaufen. Na, fast kein Schaden. Also ja, trifft sie damit, ist der Kampf gelaufen. Wir sind fertig dann damit. Der Kampf, also zumindest Susanoo wird vernichtet. Und das finde ich schon herrlich. Das ist einfach nur genial. Ist. So, wann kommt sie nochmal dran? Sie kommt. Pff, die kommt gar nicht mehr dran. Okay. Das ist beeindruckend, dass sie gar nicht mehr dran kommt, ne? Dann mache ich halt den Kampf normal weiter, bis sie mal vielleicht irgendwann wieder dran kommt. Ich nehme mal an, das ist der Nebeneffekt davon. Das ist so ein mächtiger Schlüssel, dass. Ja, man kommt da eben nicht unbedingt oft dran. Das heißt für mich aber nur, wenn wir es in diesem Kampf nicht mehr hinkriegen, dann werde ich für das böse Ende den Kampf hier nochmal aufnehmen. Und den ewigen Schlüssel benutzen. Und dann auch treffen. Und dann werden die Gegner vernichtet. Ja. Ja. Oh, komm schon. Das war genau getroffen und so. Egal. Ja, der Punkt hier wirklich ist. Macht erstmal die einzelnen Gegenstände von ihm kaputt. Denn er kann. Ja, sowas einsetzen. Er kann sich mehr oder minder mit ihnen fusionieren. Und das wollt ihr nicht. Ich weiß nicht, ob er in diesem Modus angreifbar ist, ganz ehrlich. Muss ich mal gucken. Ja, also angreifbar ist er. Er ist halt nur, er bereitet jetzt im Prinzip einen ultimativen Angriff vor. Dammit. Und, ne, da müsst ihr dann halt drauf achten. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Ja. Das war's, Leute. Der Kampf ist gelaufen. Wow. Ich meine, Susanoo hat 10.000 HP. Ein bisschen als mehr als 1.000 haben wir ihn abgezogen. Ja.
78 Treffer von Lucia und der Kampf ist gelaufen. Herrlich. Ja, Leute. Das war der finale Kampf von Let's Play Shadow Hearts Covenant. Ich wollte schon immer das mit dem ewigen Schlüssel beenden und jetzt habe ich das mal gemacht. Das Einzige, was mich an diesem Kampf immer stört, ist die Tatsache, dass es einen sehr sauren Nachgeschmack hat. Kato selber war kein böser Mensch. Da war nichts. Es steckte nichts hinter. It's good that it ended this way. Ihr merkt es ja allein an dem, was er sagt. Takamagahara and the vessel will disappear within the time warp. Once you've set foot here, you can't return to the present. Yeah. Looks that way. You must pray. Pray as hard as you can for the world. The world you want. The world I want? Yes. The best one you can imagine. Hey! Then you can return. Kato! Thank you, my friend. Also ja, das ist, ich weiß nicht, das ist wirklich das im Spiel, wo man wirklich einfach nur ein unschönes Ende hat. Ja, das ist jetzt noch für alles, alle gleich, aber er war kein schlechter Mensch. Yuri! Er war es einfach nicht. Und dass es deswegen so endet, finde ich halt sehr traurig für ihn. Come on now, let's pray for a better world to return to. We can do it, if we really try. Yes. Ja, Leute. Jetzt kommt das echte Ende. Das ist auch das Ende, soweit ich weiß, wie Shadow Hearts Manamin, also ich sag mal, die Saga um Yuri endet. Danach haben wir ja nun mal einen neuen Hauptcharakter. Aber so endet es. Ja, Geppetto, mein Freund. Joachim, du bist ein Mann geworden auf unserer Reise. Ja, du wirst nochmal eine gute Frau für den Spion und bla. Ah, guckt. Ah. Guckt euch das doch mal an. Ah. Beiden auch zusammen. So wie sie es wollten. Nur noch wir sind übrig. Karen und Yuri. Und die Missile. Looks like time's up. It's the mistletoe's curse. I knew I was living on borrowed time. Are you scared? No. Will you lose your memories too? Never. Yuri. Don't look at me like that. I'll see you soon. Please, promise me. I don't want to lose you forever. Yeah. Karen! What? Thank you. Wer jetzt ein Wort über Lippensynchronisation sagt, den bringe ich um.
egal wie seltsam synchronisiert es aussah, es ist völlig egal. Das ist halt nicht alles. Es ist einfach nur sorry. Emotional. I can't keep that promise. Nein, das kann er nicht. I know why you stayed there alone. You were afraid to lose yourself. You realized the only way to protect your soul and your memories was to die. The times you spent with your friends, your feelings for the friend you fought, all of your experiences to this point. All that is what made you what you are, made you into the man you are today. Yes, the man I know, the man I love. So endet das Spiel, Leute. Genau so. Gott. Now you don't have to suffer anymore. You don't have to be alone anymore. I'll always be right here by your side. Now we'll be together. Forever. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man jetzt wirklich denkt, man hat ein Leben nach dem Tod eben, aber Goddammit! Das heißt trotzdem, er ist tot. Mann, ich hasse... Ah! Das ist einfach... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach nicht schön für mich, dass er wirklich in dem Moment stirbt und das war's dann, ne? Mehr ist da aber nicht. Und Raiden und der Great Gamma haben denselben Sprecher. Ach du Heiliger. Heieiei. Ja, wir sehen nochmal unsere ganze Reise rechts im Abspann, so wie das war. So mehr oder minder alle Cutscenes. Abschließend kann ich sagen, also was habt ihr jetzt vom Durchspielen? Erstmal, ihr kriegt Theatermodus, kriegt ihr frei. Ihr könnt also eure Cutscenes alle nochmal ansehen. Ihr bekommt auch die Möglichkeit, euren Score mit dem des letzten Spielstands zu vergleichen. Also, wenn ich jetzt mit diesem Spielstand nochmal ein neues Spiel anfangen würde, könnte ich nachgucken. Ah, damals hatte ich Rang 50 und jetzt habe ich Rang 1 oder was auch immer. Das geht auch. So, die Sache ist jetzt die, ihr behaltet noch die Karten, die Aufreißerkarten. Ihr behaltet das Album von Anastasia. Sprich, sie kann direkt mit ihrem stärksten Zauber loslegen. Die Unterhöschen würdet ihr behalten. Ihr behaltet eure Symbole. Ihr behaltet die Kleider von Cornelia. Die alternativen Kostüme für eure weiblichen Partymitglieder behaltet ihr genauso. Des Weiteren die Fusionen und ihren Level. Also könnte ich jetzt direkt anfangen mit einem Level 10 Dunkler Engel. Habe ich nie gemacht, aber der Gedanke alleine ist sehr interessant. Und natürlich die Monsterbibliothek bleibt so, wie sie ist. Die bleibt erhalten, da ändert sich nichts mehr dran. Ja, das ist das, was ihr davon haltet. Und was halte ich jetzt von diesem Spiel? Ich weiß nicht, ob ich es im Let's Play immer so rüberbringen konnte, aber ich liebe das Spiel, ich liebe die Story, ich liebe auch das Gameplay, zumal man so viel damit machen kann. Ich habe ja jetzt schlussendlich immer anders gehandelt, als ich es im Normalfall machen würde, selbst mit diesen ewigen Schlüssen. Ihr habt gesehen, es funktioniert total gut damit, man kann auch den Kampf normal machen, aber zu unserem Zeitpunkt ist er nicht mehr schwer. Und so leid mir das Ende auch tut, weil es ist schön. Es ist schön. Ich find's nur schade, dass er wirklich stirbt, wie gesagt, aber ich kann verstehen, warum.
ich kann auch nach dem Recherchieren so ein bisschen mehr verstehen davon, denn wie gesagt, ursprünglich sollte das Spiel nicht mal sich um Yuri drehen. Und die Fans wollten ihn aber dabei haben und um ein neues zu erschaffen, musste man so gesehen theoretisch die Geschichte um Yuri beenden. Und das haben sie damit gemacht, ne? Er ist gestorben. Er ist wieder vereint mit Alice, aber er ist gestorben. Das ist nicht schön. In dem Sinne. Es ist kein Traumende, wie man es gerne hätte, dass alles gut ist. Es ist genauso wie, dass das eigentliche Ende für Shadow Hearts 1 der Tod von Alice war. Und das war's dann. Beziehungsweise... Ja, doch, das war das eigentliche Ende. Danach sollte eigentlich nichts mehr kommen. Das muss man sich mal vorstellen. Man konnte sie zwar retten, aber... Das Ende wäre gewesen, dass sie stirbt. Wie gesagt, ne, für den Nachfolger ist es so auch benutzt worden. Ist auch eine sehr gute Grundlage. Ihr habt ja gesehen, ein depressiver Yuri, der im Prinzip mit seinem Leben nicht mehr klarkommt, der damit nicht abschließen kann und dementsprechend im Prinzip nur noch den Tod sucht, sich aber nicht umbringt oder sowas. Nein, er sucht ja nur den Tod. Das ist ein richtig... krasser Hintergrund. Das ist auch ein Spiel, in dem ich wirklich... Ich meine, allein die Szene da, wo er versucht, sie wieder zu beleben. Ich meine, sie haben das Zauberbuch in 1, in 2, in 3, haben sie es drin. Es ist nicht mal an den Haaren herbeigezogen. Es war immer da. Oh Gott, ich liebe diese Geschichte. Ich finde es einfach klasse. Ich weiß nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll. Das ist einfach... Ich hab's unter Umständen nicht gut genug durchgebracht, aber ich liebe die Geschichte von dem Spiel. Ich find's auch klasse, dass man im Prinzip drei Oberbosse hat. Dass man erst Rasputin hat, dann Astaroth. Man kann ja nicht wirklich sagen, dass es Nikolai ist. Und dann den ehemaligen Verbündeten Kato. Ja, das ist einfach herrlich. Ich finde die Geschichte klasse, also na, hier sehen wir nochmal Geppetto mit seiner Puppe eigentlich am rumliegen da. Ich nehme an, das ist die Puppe, ja. Corando und Anastasia sind immer noch zusammen, das wird sich auch wohl nie mehr ändern. Joachim ist ein weltweit anerkannter Profi-Wrestler. Passt ja. Lucia lebt mit Carla auf der Insel, alleine, wartet auf ihren Geliebten. Nimmt wahrscheinlich dabei zu. Blanca. Ja, geht zu den beiden. Und beschützt sie ab sofort. Finde ich auch total schön. Ehrlich. 1887, die Hauptstadt. Das ist die Vergangenheit. Und das ist Ben. Ben Yuga. Ha. Karen? Ernsthaft? Was tust du in meiner Vergangenheit? Sie hat das Bild von Yuri, als er klein war. Das ist doch sie. Zukunft, ja. Das heißt auf gut Deutsch, sie ist Yuris Mutter. Karamba. Wow, that's bad. I almost overslept. Hey, das ist das Outfit aus 1. Das ist doch... It'll be here soon. Das ist doch genau der Anfang von 1. Als er in den Zug eindringt und... It's the world you secretly prayed for. The place your heart returns to. The time when you were the happiest. You can start your life over again. Nochmal anfangen, huh? Nochmal von Anfang an
alles neu machen, ha? Huh? It's that train. I kind of feel like a kid again. Ja. Bald trifft ihr die Freude sein Schicksal ein. Ja. Das Ende. Heißt theoretisch aber auch, es ist dann immer ein endloser Kreislauf. Immer wieder das neue Leben, wieder sterben. Ich weiß nicht, ob das so schön ist dann. Bin ich schneller gewesen eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. 48. Nee, ich war sogar noch ein Ticken langsamer. Nicht schlecht. Gut, Leute, beim nächsten Mal werde ich euch das schlechte Ende präsentieren. Und dann wird die Monstergalerie vorgelesen. Bis dahin würde ich aber sagen, auf Wiedersehen und tschüss.